Hallihallo, Grinders Gaming hier, Starbound geht weiter. Ja, wir sind ein bisschen in der Misere, immer noch. Ich habe mein ganzes gutes Equipment verloren. Aus Gründen, auf die ich nicht mehr eingehen will. Ja, lassen wir so stehen. Ich muss mal ganz kurz meine ganzen Barren hier lassen. Oh, das nicht, das kommt eine andere Kiste. Die Kohle, das Erz lassen wir auch hier, ne? Schön. Fackeln brauche ich. Das Material hier, keine Ahnung, behalten wir auch mal auf Tasche. Ja. Ich weiß gar nicht so genau. Stopp, das ist Durastahlerz. Ich weiß gar nicht so genau, was wir jetzt machen. Also eigentlich würde ich gerne nach Durastahl buddeln und eigentlich würde ich gerne diese blöde Quest noch hinkriegen mit dem listigen Dave, aber der ist halt echt eine ganz miese Brise, der Dude. Ich weiß nicht, wie oft ich es noch probieren will. Ich habe schon. Lasst mich mal kurz gucken. Ich glaube, 22.000 Credits an ihn verloren. Ja, schön, schön, schön. Wieso muss der auch mit dem Raketenwerfer rumschießen? Der Fiesling. Steht er immer noch in der Forschungsstation hier vorne? Natürlich. Treffer versenkt, sehr schön. Nimm mit die Pixel. Kann ich brauchen. Oh nee. Ja, lauf da runter. Stopp. So. Kommt der Luftballon auch? Nee, der kommt nicht. Okay, gut. Dann ist ja gut. Der steht immer noch da drin. Na, jetzt kommt er natürlich raus. Ja, natürlich. Ich will doch gar nicht mit dir kämpfen, Mann. Also doch. Okay, wir lassen's. Wir lassen's, wir lassen's. Ich hole mir meinen Loot und dann sind wir weg. Das tue ich mir nicht länger an hier. Ich stehe bald hier mit 0 Credits und kann halt einfach nichts mehr machen. Ich kann mir nicht mal noch irgendwas kaufen. Ja, ich habe noch 3600 Credits. Ich hatte fast 30.000. Ich hole den Loot und dann sind wir weg. Loot und dann beam ich mich. Fertig. Und dann gehen wir erstmal irgendwo anders hin. Einen anderen Planeten anschauen. Wir haben den hier ja eh schon einmal umrundet. So, tschüss. Schnell, schnell, schnell. Weg hier. Ganz schnell weg hier. Türe auf. So, wo sind wir denn? Genau hier sind wir. Das ist ein Toxic-Planet. Da will ich vielleicht auch mal reingucken. Toxic ist natürlich jetzt das Allergeilste, vor allem wenn ich auch nicht viele Heilsachen habe, ne? Könnte lustig werden. Ja, könnte wahrscheinlich sehr lustig werden. Aber ja. Zwei Monde hat er auch. Ja. Nee, da ist radioaktiv. Ah nee, giftige Wildnis. Toxic Uninviting Destination. Eine giftige, uneinladende. Ich habe das letzte Wort vergessen. Dingenskirchen. Für Kirchendinge. So. Wo ist mein Heilzeug eigentlich schon wieder hingebloppt? Hab ich es nicht aufgehoben? Doch. Jo, ich dachte gerade, ey. Ja, lass mal alles liegen. Ich habe ja nicht viel gesammelt. So. Ich brauche noch so eine Flagge wieder, ne? Oder wir stellen einfach nur ein Lagerfeuer hin. Können wir auch machen. So, bimmeln wir uns mal runter. Wahrscheinlich landen wir jetzt direkt im Gifttümpel. Blob mit dem Fü. Knapp nebendran, ja. Ist gut, ist gut. So, Lagerfeuerchen. Boing. Ja, das ist natürlich schön. Schwimmen kann ich da drin nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Was gibt es hier für schöne Bäume? Toxic Seed. Giftiger Abfall. Was? Giftiger Abfall? Wo ist er? Dieser giftige Schlamm sollte nicht in den Abfall gelangen. Ja, das habe ich mir fast gedacht. So. Oh, nö, ey. Viehzeug schon wieder, Viehzeug.
Ja, klar, es macht halt alles so böse Damage jetzt. Holy. Habe ich das Fass gesprengt? Was ist denn jetzt hier passiert? Jetzt läuft hier Giftblöcke rum. Oh nö, ey. Das habe ich ja sehr gut gemacht. Giftkappe. Eine giftig aussehende Frucht, aber aussehen ist nicht alles. Okay, ich lebe noch. Was bist du denn? Der hat eine Gasmaske auf. Was ist das denn für ein Vieh? Das ist ja mega cool. Ja, nice. Oh ja, ich habe auch sehr viele Blöcke zum Bauen dabei wahrscheinlich, ne? Ne, Moment, ich habe noch Blöcke. Ja, wenn nicht, nehmen wir halt hier die 400 Terblöcke. Warum auch nicht? Boing. Was haben wir hier? Kohle. Schön. Abfall und Gift. Ja, ja, ich glaube, wir bauen hier doch oben drüber. Moment mal, hier geht's ja runter. Aha. Achso, hier ging es nicht weiter. Achso. Achso, das habe ich natürlich sehr schlau gemacht. Oh, hier leuchtet ja alles. Das ist ja auch geil. Das ist ja sehr geil. Hä, zu weit weg? Hier bin ich doch. Wieso macht mir eigentlich dieser Giftregen keinen Schaden? Liegt das an meinem Schwimmding? Wait a minute, wieso kriege ich keinen Damage von Gift? Oder ist das alles radioaktiv? Huh. Okay. Ich weiß noch nicht, ob das eine gute Idee ist. Wahrscheinlich werde ich gleich wieder mein ganzes Loot verlieren. Was war das gerade? Oh Gott. Oh nein. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Mit meinem Schwert. Ich kann mich hier unten gegen die Viecher nicht so gut verteidigen. Ich glaube, ich bleibe lieber mal oben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da steht da im Giftregen die ganze Zeit der Dulli. Komm, wir gehen hier mal irgendwo und unter Ding hier. Ups. Okay, das weg. Ein faulig riechendes Fass. Ja, das denke ich mir. Okay, vielleicht sollten wir mit unserem Begleiter auf einen anderen Planeten gehen. Ich weiß es nicht. Ich will unbedingt Planeten erkunden. Vor allem auch wegen noch ein bisschen Stahl und Materialien und so Zeug. Der ist auch giftig wahrscheinlich, der auch. Wenn nicht, gehen wir halt mal auf den so lange. Der hier hinten war ja... Was war da nochmal? Wir sind, glaube ich, hingeflogen. Da war irgendwas wegen der Kälte, glaube ich, oder? Weiß nicht genau. Das wäre natürlich auch mal cool. Ah nee, ich glaube, auf dem gab es keinen Durastahl. Das war, glaube ich, das Problem, das ich hatte. Jetzt gehen wir mal kurz das Friendly Ship angucken. Dass wir heute noch ein bisschen was erkundet haben hier. Ganz wichtig. Noch schon mal ankündigen, dass wir kommen. So. Hallöchen, ich bin da. Ich klaue mir auch gleich mal ein paar Salvage Parts von euch. Ich hoffe, das stört nicht. Ich habe selber keine mehr, tut mir leid. Ich habe auch keine Pixel mehr, deswegen nehme ich eure auch mal mit. Ich leih mir die halt nur aus, ne? So, war's das schon. Nix mehr hier.
ist ja eine Frechheit. Dann sind wir auch schon wieder weg. Achso, übrigens. Nee, stimmt, ich habe die Quest ja abgegeben, ich Dulli. Die, mit den Salvage Parts, die hatte ich ja abgegeben, die Quest. Chill and snow lie thickly on the ground. Critter scampering through the soft blanket of white. Threat risky. Und es gibt kein Durastahl. Huh. Genau, deswegen sind wir hier nicht hin. Aber ich will mir den trotzdem mal angucken. Ist ein Schneeplanet. Waren wir noch nie auf dem Schneeplanetchen. Wieso kann ich eigentlich Deploy Mac? Kann ich mit dem Mac auch auf dem Planet? Habe ich noch nie probiert, glaube ich. Ja, Tatsache. Ja, cool. Dann buddel ich halt mal mit dem Mac hier. Oh. Cool. Mal aussteigen. Hallöchen. Wenn du nicht vorbereitet bist, wird dich dieses Wetter festfrieren. Keine Sorge, ich bereite mich gerade auf das Wetter vor hier. Mit deinen Vorräten, mein Freund. Ja. Wieso habe ich ihm eigentlich die Wurfäxte jetzt weggenommen? Die bringen mir eh nichts. Da kommt ein Schneeschweinchen. Weg mit dir. Was haben wir denn hier eigentlich so? Gefrorene Erde, Schnee. Oh nee, das sind Bienenviecher. Die habe ich ja wieder gern. Die mag ich ja sowieso. Weg mit dir. Eis. Bist du überhaupt böse? Nö. Oh mein Gott, da habe ich umsonst getötet wieder. Finde ich jetzt auch nicht so geil. Ui. Weg. Ins Gesicht. Oh, oh, das war ein Glückstreffer. Was haben wir hier? Automate. Die nehmen wir mit. Und die Saat dafür auch. Das ist Roboteressen für meinen Charakter. So, ich habe ein Feuerschwert dabei für kalte Tage, ne? Was ist das hier für eine Eishöhle? Oh. Schnee-Infanterie-Helm. Sollen wir vielleicht mal unseren Pferdekopf loswerden? Naja, ob das jetzt besser ist, ist fraglich, ne? Ja, der Pferdekopf ist eigentlich schon lustig. Ich glaube, den behalten wir doch noch eine Zeit lang. So. Gehen wir mal gucken, was wir hier so entdecken können auf diesem Planetchen. Hier ist auf jeden Fall mal ein bisschen vorbei mit Schnee. Ist wohl doch nicht alles gefroren und frostig. Aua. Oh, da ist ja böse, stimmt. Beinahe vercheckt. Oder komplett vercheckt gehabt. So, wir brauchen auf jeden Fall Pflanzenfasern. Da unten ist was. Ah, ich glaube, da kommen wir von der Seite aus hin, hier oben. Oder auch nicht. Oder doch? Doch, doch, hier, ne? Haben wir hier wieder so eine Terraner-Ruine gefunden. So, Reis brauche ich auf jeden Fall wieder. Ganz wichtig. Hier geht's rein wahrscheinlich. Ist wieder ein Riesending. Oh ja, natürlich. Und die sind ja auch nicht freundlich. Schön. Wenigstens machen die nicht so viel Schaden wie der listige Dave. Das freut mich. Ich habe wenigstens noch ein bisschen Überlebenschancen bei den Gegnern hier. So. Sektel, du bleibst mal kurz hier. Ich muss mal kurz da oben ein bisschen spickle. Aha, Heilsalbe nehmen wir mit. Kann man brauchen. Ups. Och nö. So, was haben wir hier? Fackeln. Oh ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. So,
So, hinfort. Oh, Schneebälle brauche ich auch nicht wirklich. So, 90 Fackeln. Ja, wenn das mal nicht eine Zeit lang reicht, weiß ich auch nicht. So. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Da kommt schon wieder jemand zum Hallo sagen. Oh Gott. Der sah ein bisschen speziell aus. Der hatte auch viel Geld dabei. Shade Co. Cyclone Spear. 20,4 Schaden. Blink Explosion. Was zur Hölle ist eine Blink Explosion? Ach so. Ah ja. Okay. Wo habe ich jetzt wieder mein Schwertchen? Hier, ne? Zack. Gut. Kann ich eigentlich meinem Duderino auch die andere Waffen geben? Ich habe keine Ahnung. Nee, du kommst mit mir mit. Genau. Du bleibst mal schön bei mir, Kinechius. Ich brauche deine Hilfe. Oh, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Manipulator-Module sind immer gut. So, genau, hier sind wir vorhin oben drüber gelatscht. Das ist die Ecke, die wir gesehen hatten von oben. Da hatte ich jetzt reingespickelt. Okay, scannen bringt nicht wirklich was. Wir haben hier ja eh schon gescannt. Also das Terraner... Ne, die hießen nicht Terraner. Floraner. Die Floraner Dingenskirchens mit Scannen haben wir ja schon abgeschlossen. Wir haben ja jetzt die Aufgabe für das Jagdgebiet. Oh oh. Knappig, hier steht. Ich dachte gerade, ich könnte nach links springen, aber da ist eine Wand drin. Habe ich natürlich erst nach dem Losspringen gesehen oder realisiert. Wieso sind die eigentlich alle so geschädigt hier? Was ist mit denen passiert? Oh, das liebe ich wieder. Komm, V. Ja, genau. Das Vieh hat da auch schon Schaden bekommen. Liegt das an dem Wetter hier? Kriegt man da ab und zu Damage rein? Ich habe gar nicht drauf geachtet bis jetzt. Hier ist ja nichts. Ist das nervig? Bin ich jetzt noch sonst hier hochgeeiert? Hier geht's wieder zurück. Machen wir mal auf. So. Was tropft hier? Was sind das für Geräusche, die ich höre? Aber hier ging es ja auch nicht weiter. Nö. Nee, jetzt geht's auf der anderen Seite einfach wieder hoch. Ja, klasse. Oder halten die Giftstacheln. Ich glaube, wir gehen auf der Seite hoch hier. Hüpf. 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 Schön. Wie ein junger Gott. Ups. Ja, das auch. Genau. Perfekt. Ja. Der Profi ist unterwegs. Man sieht's gleich. Man sieht's ihm gleich an, dass er sehr professionell ist. Dass er sehr professionell ist. Und zwar sein Gemüse. So. Ranze vollgeschlagen. Schee. Gut. Jo, dann geht's weiter, hätte ich gesagt. Gucken wir mal, was der Planet noch so für uns bereithält. Ein rotes Blütenblatt. Oh. Und Viehzeug wieder. Hallöchen. Kohle brauche ich, glaube ich, auch wieder. Ich könnte eigentlich wieder von allem alles mitnehmen, ne? Vor allem Eisen. Wenn ich irgendwo Eisen finde. Ja, springen wir auf den Kopf. Sehr gut. Eisenerz für die andere Aufgabe, die ich da mal angenommen habe. Wäre vielleicht nicht so verkehrt. Damit der arme Dude sein Eisen kriegt.
Holz. Holz, Holz, Holz nehmen wir auch noch mehr mit. Einfach nur, damit ich es beim nächsten Tod wieder verlieren kann. Ganz wichtig. Und Pixel natürlich. Pixel sind auch wichtig. Auch damit ich sie wieder verlieren kann. Und Reis. Auch damit ich wieder verlieren kann. Ist schon belastend. Aber man muss ein bisschen Witze drüber machen, sonst hält man es ja nicht aus. So, lassen wir mal hier Licht stecken. Hier ist wohl doch nichts Besonderes, oder? Nee, sah nur so aus. Okay, habe ich ja umsonst gebuddelt, gut zu wissen. Dann gehen wir hier wieder raus. Dann gehen wir weiter im Programm. Aber ich finde den Planeten jetzt schon um einiges humaner, wie die anderen Planeten. Wie diese Alien-Planeten. Vielleicht, weil hier kein listiger Dave unterwegs ist. Und ich hier noch nicht wirklich gestorben bin. Oh, das könnte aussehen, als wäre hier ein Dorf. Oder sieht aus, als könnte hier ein Dorf kommen, vielleicht. Irgendwo muss es ja Zivilisation geben. Wir haben bis jetzt, glaube ich, echt auf jedem Planeten irgendwo jemanden gefunden, ne? Ziemlich, doch, ich glaube schon. Oh, was haben wir denn hier? Ein Hammer mit 31 Schaden und Gift. Mhm. Werde ich versuchen zu verkaufen. Vielleicht kriege ich was dafür. So. Oh. Ah nee, stopp. Hier, Weizen. Bist du böse? Wahrscheinlich schon. Du sowieso. Und du kommst natürlich auch hier hoch. Ist ja schön. Oh, hier kann man übernachten. Wo ist eigentlich Sektel schon wieder? Fängt der woanders oder was? Menschenskinder. Oh ja, schön. Mal was noch irgendwas reinpfeifen. So, zack. So, liebe Leute. Also sind wir für heute auch schon wieder am Ende angelangt. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euren Support. Ihr seid megamäßig geile Menschen. Ich hoffe, ihr werdet jeden Tag einen Ticken geiler. Das würde mich persönlich megamäßig freuen. Wenn ihr wollt, lasst Likes, Kommentare, Abos da, aktiviert das Glöckchen, schaut auf dem Kanal vorbei. Vielleicht findet ihr da noch andere Spiele, die euch interessieren könnten. Aber das ist wie immer alles freiwillig, ich zwinge euch zu nichts. Ich wünsche euch nur einen megamäßig geilen Tag. Wir hören uns in der nächsten Folge Starbound oder vielleicht in einem anderen Video. Haut rein. Ciao, ciao.